So, hallöchen und guten Tag, liebe Freunde, zur neuen Folge der Eponia. Und gleich geht's wieder weiter. Und zwar, wir waren ja letztens auf der Insel Obacht und haben hier den Funk-Ding-Sender da wieder repariert. Und jetzt müssen wir bloß noch schauen, wie wir die Ingredienzien dafür bekommen können, um endlich gezielt vom Blitz getroffen werden zu können. Beziehungsweise, wie ich quasi vermute, die arme Goal, die sich als Lockvogel auf das Podest stellen sollte. Genau, wo wollten wir als nächstes hin? Genau, Checkliste. Der liebe Goon, der braucht hier seinen Schuh zum Essen, damit wir den Schirm kriegen. Dann müssen wir irgendwie nochmal in den Gadget-Job rein und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass die Delfine aufgeheitert werden. Okay. Das können wir mit den Bananen so nicht machen. Also brauchen wir dann noch eine Idee. Okay, gehen wir mal ans Radar. Und fahren erstmal zurück zum schwimmenden Schwarzmarkt, zum Gadget-Shop. Ja, epische Musik. Die Reise beginnt. La, 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 la. Oh. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie anlügen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihm gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Boah, und er hat gar nichts gesagt, als vor seinen Augen sein lieber Herr Vater einfach mal so abgeknallt und in das brackige Hafenwasser gekippt ist. Ja, wie krass. Wie krass ist der drauf? Lol. Gut, andererseits, er hat ihn allein gelassen und Goal ausgespannt, aber derartige eine Reaktion. Boah. Boah. Ey, krasses Pferd. Köderfische? Köderfische. Die Wenzels der Tierwelt. Können wir da... Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Okay, wir haben jetzt einen Köderfisch. Wozu wir den jetzt brauchen werden? Wohl um irgendwas zu angeln. Angler. Na du? Psst. Mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheuchst du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast doch auch Angst vor dem Organon. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Nö. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Die haben direkt neben dir meinen Vater erschossen. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Ich hab doch gar keine Leine zum Ziehen. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also auch überhaupt gar nie nicht. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn
Wenn du keine Angst hast, warum angelst du dann nicht weiter? Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Oh. Das ist schön. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Ach, wie nett. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Ach, komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Das will ich ja gerade. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na du? Verschwinde, Ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feigling. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich, große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Ach schön. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Du kannst das gar nicht, oder? Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich hab mal einen Zauberwürfel ge... War das... Ja. Nein. Haha, ich habe... Das werden, bevor ich... Goal hast du... Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Goal, hast du eine Idee? Hey, Goal, alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Ach schön. Wir müssen in den Gadget-Shop. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Pah. So eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein! Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Mhm. Dreimal darfst du raten, Baby. Wow! Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Das ist aber nett, Goal. Erstens, wir müssen irgendwie in den Gadget-Job. Zweitens, wir müssen den Angler dazu kriegen, dass er uns einen Stiefel fängt. Hey, schau mal, ich hab da einen Köderfisch für dich. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Könnte ihn vielleicht Krawall Goal überzeugen? Oh, habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Okay, vielleicht real.
so. Hey, Goal, alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Hm. Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Ach, geil. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nö. Hallo, Angler. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Soll dir meine Holde mal die Fresse polieren? So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. Nicht am Angelhaken. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich bring mich... Ich bin... Ich hab mal einen... Ja, war das... Ja. Nein. Haha. Ich habe noch... Das wird bevor... Kennen wir schon. Ach, komm. Ich sag niemand... Na du? Verschwinde. Das ist mir zu blöd, ich verschwinde. Das ist mir zu blöd, ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Na du? Verschwinde. Na los, angel weiter, du Na Feigling. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst, wenn du verschwindest. Na los, angel weiter. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst, wenn du verschwindest. So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. Nee, das ist mir zu blöd, ich verschwinde. Das ist mir zu blöd, ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Hey, Goal, alles gut? Tja. Weiter geht's. Ich hoffe... Hä? Wie soll mit dem... Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Ja, aber... Na los, angel weiter, Na du Feigling. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst, wenn du verschwindest. Ach, das machen wir jetzt los, mal ein paar Mal. Angel... Erst... Na los. Erst, wenn du... Na los. Erst, Na wenn... Na los. Erst, wenn... Okay, mit wiederholter Sache ist auch nichts. So ein Moment. Stiefel ist doch ne... Nicht am... Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Das hier ist reine Zeitverschwendung. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na komm. Na du? Verschwind. Na los, Angel. Na weiter. Los? Erst wenn du. So ein St- Nicht am Angel. Verschwinde erst, wenn du mir. Ich verschwinde fängst. Erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa? Bring mich. Ich bin. Ich hab. Nein. Ich hab. Das bevor. Ich sag, niemand kann es. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Nee, aber ich würde ganz gern den Stiefel holen. Verdammt, na du? Axt. Na los, Angel. Na weiter. Los? Erst wenn. So ein Stiefel ist doch eine feine. Nicht am Angel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du, erbring mich. Ich bin. Ich hab. Nein. Haha. Ich habe. Das werden, bevor ich. So, müssen wir jetzt da einfach bloß hier stehen? Ich habe gar keine Ahnung, wie wir das machen sollen gerade. Können wir noch mit irgendwas interagieren? Böse Leertaste. Muss das wirklich sein, Rufus? Ah. Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Wir müssen einfach nur stehen bleiben. Und warum... Ich sag doch, niemand kann es... Warum sind jetzt die Böppel noch eingeblendet? Ah. Na du? Wir müssen bloß stehen bleiben. Ha. So ein... Nicht am... Ich versch... Spekulierst, bring mich nicht... Ja, ja, nein, ich habe... Das wäre bevor... So, jetzt müssen wir einfach nur stehen bleiben. Schalten wir doch... Können wir jetzt... Ich sag, niemand kann es... Ah, vielleicht müssen wir da auf die Baby-Goal schalten. Vielleicht wird es dir dann irgendwie kalt oder keine Ahnung, dass die wieder heim will oder es jetzt so blöd wird. Baby-Goal! Na du? Verschwinde. So ist du eine so feine nicht. Sache. Da, ich verschwinde. Spick, bring mich nicht. Ich. Nein. Ich. Das wäre bevor. So. Jetzt machen wir einfach mal gar nichts. Hand von der Maus. Und sie war. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Und sie warteten bis an ihr Lebensende. Und der Angler verlor langsam aber sicher die Geduld.
Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Verlor langsam aber sicher die Geduld. Verlor die Geduld? Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Rufus ist echt ein richtiger Arsch. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Boah, wie mies. Also Rufus, du bist echt ein Arsch. Und das alles für einen Stiefel. Rufus, bitte. Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Jetzt hätte noch ein Hatschi gefehlt. So, komm, geh dich mal aufwärmen, Goal. Sonst holst du dir tatsächlich noch den Tod.